mich hat der Roger die beste Vorhand. Er hat dort alle Variationen drin und kann eigentlich aus allen Positionen beschleunigen. Wenn ich dort Novak hat die beste Rückhand. Ich glaube, selten gesehen, wie jemand so solid kann spielen kann und auch dort einfach gar keinen Fehler mehr macht. Für mich hat der Opelka den besten Service on Tour. Mit seiner Hebel kann er in dem Sinne wirklich neue Dimensionen kreieren auf dem Platz. Punto Variation hätte ich gesagt, dass mir gefällt eigentlich wirklich, wie der Rafa das macht. Nur schon, wie er mit dem Slice, Vorhand, einfach am Gegner wirklich unangenehme Positionen zwingen kann, wo er nachher zum Drucken kommt. Beweglichkeit ist für mich klar, der Novak auch. Wie er sich bewegt auf dem Platz, haben wir alle gesehen. Das ist extrem. Fitness finde ich wahrscheinlich der Murray. Nur schon mit der Hüfte, die er hat, dass er jetzt auf diesem Niveau wieder spielen kann, finde ich für mich echt eigentlich fast schon ein Wunder. Spielverständnis hat für mich die beste wahrscheinlich der Gilles Simon. Weil ich finde, er hat nicht so viele Optionen, die er zu in Verfügung hat, wie im Spiel. Und trotzdem hat er es geschafft, seit Jahren bei den Top-Spielern mitzumachen und auch viele Turniere zu gewinnen. Mentalität würde ich auch am Rafa zuordnen. Vor allem für die letzten paar Monate, weil er es einfach immer wieder schafft, zurückzukommen in den Match, immer daran glaubt und sich jeden Match irgendwie reinfighten kann und eine Lösung finden kann.